Hallo und willkommen. Im heutigen Video soll es um das Abpausen gehen. Und das Abpausen klingt erstmal nicht nach Kunst und viele verwenden das auch nicht. Es gibt aber Situationen, in denen das notwendig ist. Zum Beispiel, wenn man selbst vielleicht nicht die zeichnerischen Fähigkeiten hat, dennoch etwas mit Motiven anfangen möchte, dann kann man sie abpausen. Sie kolorieren dann dabei natürlich auch das Zeichnen und Malen üben. Es gibt die Möglichkeit, wenn man selbst ein neues Design entwirft oder Motiv, dass man im Skizzenbuch zeichnet und dieses Motiv anschließend dann ins Reine überträgt, zum Beispiel auf Aquarellpapier, um es dann zu einer fertigen Illustration zu machen. Also das Abpausen eigener Motive. Einige brauchen das, also ich brauche das zum Beispiel seltener, aber manchmal braucht man das trotzdem. Und darum soll es heute gehen, um Methoden des Abpausens. Die erste, wahrscheinlich einfachste, aber teuerste Methode abzupausen ist eine Lightbox. Ich habe keine Lightbox, weil ich eher selten Sachen abpausen muss. Es gehört nicht zu meiner Arbeitsweise, wenn ich male, weil ich eben selbst skizziere. Und selbst wenn ich im Skizzenbuch Skizzen anfertige, dann skizziere ich auf Aquarellpapier dann von Hand nochmal, ohne abzupausen. Wenn man aber zeichnerisch vielleicht nicht so gut ist, sollte man das nicht so machen. Weil je mehr man auf Aquarellpapier radiert, desto schlechter haftet dann die Farbe an diesen Stellen. Man kann das Papier ein bisschen beschädigen, je nachdem, was für ein Radiergummi man benutzt. Und eben da kommt dann auch das Abpausen, zum Beispiel von eigenen Werken, ins Spiel. Okay. Die zweite Methode abzupausen ist, die werde ich jetzt auch nicht vorführen. Man nimmt ein Motiv, das man abpausen möchte, legt ein Papier drüber, hält es ans Fenster und dann kann man abpausen. Die dritte Methode ist, die werde ich gleich noch zeigen, ist eine ganz einfache, für jeden nachmachbar. Als Beispiel werde ich dieses Motiv hier nehmen. Das habe ich mal designt. Das ist ein Divider aus meinem Midori gewesen. Der ist mit Markern koloriert. Mit Markern bin ich nicht gut. Bitte beurteilt mich nicht daran. Aber das Motiv, das habe ich auch als Aquarell im Wohnzimmer hängen. Ich habe mich an digitalen Designs versucht, zumindest. Das ist dabei entstanden. Das kann man herunterladen in meinem Blog. Den Link zu dem Motiv werde ich in die Infobox setzen, wer an dem hier interessiert ist. Ansonsten soll es einfach nur um die Technik gehen, weil die auch interessant ist für Videos, die noch kommen werden. Also bleibt gespannt. Viel möchte ich jetzt erstmal nicht quatschen. Was wir dafür brauchen, ist erstmal der Ausdruck dieses Motivs. Ich lege das mal hier zur Seite. Hier. Ich habe es ein bisschen verkleinert. Mit dem Motiv habe ich auch schon Karten gemacht etc. Das heißt, es ist vielfältig benutzbar. Man kann das Bild zum Beispiel in eine Word-Datei oder was auch immer für einen Texteditor, nicht Texteditor, aber ein Textverarbeitungsprogramm man hat, einfügen. Es zurechtziehen, von mir aus auch mehrere einfügen, die Seite voll machen. Es gibt Menschen da draußen, die auch auf dünneres Aquarellpapier drucken. Ich habe zu Hause nur 300er Aquarellpapier und das ist einfach zu dick für meinen Drucker. Ich glaube, dann würde ich mir den Drucker sprengen dadurch. Und das mache ich jetzt. Also man kann sich die Seite voll machen, wenn man möchte. Und hier habe ich das Aquarellpapier. Das ist ganz einfaches Aquarellpapier, das ich benutzen kann. Was man nun macht. Zunächst einmal klebe ich mir das Aquarellpapier so ein bisschen am Tisch fest, damit es nicht rumrutscht. Später. Um dieses Motiv auf das Aquarellpapier sauber zu übertragen, muss ich mir das erstmal umdrehen. Was ich anschließend brauche,
ist ein weicher Bleistift. Ich habe hier einen mechanischen Bleistift von Koh-i-Noor. Da ist, glaube ich, eine 4B-Mine drin. Es geht natürlich auch einer mit Holz, Hauptsache Bleistift und einen Kuli. Auf der Rückseite des ausgedruckten Motivs trägt man jetzt, vielleicht ohne Struktur, den Bleistift auf. Dabei sollte man darauf achten, dass das Motiv hinten bedeckt ist. Sonst hat man eben keine Linien. Anschließend lege ich mir das Motiv auf, wo ich das ungefähr auf dem Aquarellpapier haben möchte. Es geht natürlich auch Markerpapier, wenn man Marker zum Ausmalen verwenden möchte. Hier soll es eben nur um die Abhaustechnik gehen. Auch wenn das ein bisschen blöd klingen mag, manchmal braucht man es eben doch. Anschließend nimmt man den Kuli und fährt die Linien nach. Dabei empfiehlt es sich natürlich, sorgfältig zu sein. Das bin ich jetzt gerade nicht, weil ich mich ein bisschen beeile. Das ist übrigens etwas, das ich auch in Zukunft gerne, also falls ihr Krach hört, das ist der Hund, der gerade in seiner Box rumort. Das ist übrigens etwas, was ich in Zukunft auch gerne machen würde. Quasi digitale Stempel oder Motive oder wie auch immer erstellen und die immer wieder hochladen, weil ich es eigentlich ganz nett finde. Also erstens finde ich es ganz nett, Sachen zu erstellen. Und zweitens mag ich die Idee, dass andere Menschen mit meinen Designs etwas machen, gestalten können. Das Grunzen war ein Spielzeugschwein vom Hund. Er hat das nämlich letzte Woche in seine Box geschleppt. Und jedes Mal, wenn er sich jetzt nun da drin dreht, grunzt es ganz lustig. Jetzt habt ihr es eben wieder gehört. Aber er mag es irgendwie mit dem Grunzeschwein zu schlafen. Und so haben wir es ihm auch nicht weggenommen bisher. Also wegnehmen heißt einfach nur aus der Box nehmen und in seine Spielzeugkiste legen. Die frei zugänglich ist, er kann jederzeit dran. Manchmal, wenn er sich langweilt oder einfach Lust drauf hat, verspielt es, holt er all sein Spielzeug und drapiert es auf all seinen Kissen hier in der Wohnung. Und dann läuft er von einem zum anderen und spielt damit. Das ist eigentlich ganz niedlich. Also ihr seht, ich bin jetzt nicht besonders genau. Aber natürlich, je genauer man arbeitet hier, desto eher lohnt sich das. Weil das Motiv dann eben genau übertragen ist. Wenn man das jetzt nun anhebt, man sollte das Tape nicht gleich lösen, sondern erstmal anheben, gucken, wie das übertragen ist. Es ist relativ leicht übertragen worden, wie ihr seht. Das ist aber überhaupt kein Problem. Man kann anschließend nochmal mit einem Bleistift drüber gehen. Ihr seht es noch ein bisschen schlechter als ich. Mit einem Bleistift drüber gehen und die Linien verfeinern. Oder aber mit einem Fineliner. Wenn man mit Aquarellfarbe oder Wasserfarbe generell ausmalen möchte, sollte man darauf achten, dass es ein wasserfester ist oder eben ein alkoholtintenfreundlicher, wenn man zum Beispiel Marker nutzen möchte. Drüber gehen über die Linien und hat dann einen Stempelabdruck oder eben ein Motiv, mit dem man arbeiten kann und eben sowas machen kann oder auch vieles, vieles andere mehr. So. Das ist jetzt erstmal die Abpaustechnik, die ich zeigen wollte. Und ich hoffe, dass es euch ein bisschen geholfen hat. Wenn ihr einen Lichttisch zu Hause habt, braucht ihr das natürlich nicht. Aber man muss sich das nicht anschaffen, wenn man das auch anders haben kann. So, habt einen schönen Tag und seid kreativ. Tschüss!